Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu diesem heutigen Video. Ich möchte mich erstmal gestern bei allen, die im Live dabei waren, bedanken. Es war wirklich ein richtig angenehmer Live hier. Wir haben wieder verschiedene Themen besprochen. Und ja, das hat mich jetzt noch so ein bisschen bewogen, nochmal so ein bisschen zu reflektieren, was in der letzten Zeit so gelaufen ist, was uns so die Medien berichtet haben, was für Pläne, ja, ich will es mal sagen, vorsichtig, als man könnte, ja, eventuell in die Öffentlichkeit getragen worden sind. Und ja, meine Meinung dazu ist ganz ehrlich, Leute, wir sollten Kraft sammeln, wir sollten Energie tanken, wir sollten uns regelmäßige Ausgleichsmöglichkeiten schaffen, weil es wird ein verdammt hässliches Jahr werden. Das Jahr ist zwar jetzt schon etwas über 2 Monate alt, aber der größte Teil liegt noch vor uns. Und dieser größte Teil wird höchstwahrscheinlich noch mehr Unverständnis bei uns hervorrufen. Es wird bei uns noch mehr Unbehagen hervorrufen. Und das Kopfschütteltrauma wird dieses Jahr definitiv die am häufigsten verbreitete Krankheit werden. Zumindest bei uns in den Kreisen. Wir müssen das Ganze ein bisschen auf der einen Seite positiv sehen, auf der anderen Seite natürlich auch das Negative im Auge behalten. Bei allem, was so ja, im Moment wieder in den Berichten grassiert, merkt man schon, dass da eine Agenda hinterhängt. Wie gesagt, ich werde da nicht weiter drauf eingehen auf diesem Kanal. Und die werden natürlich alles dranlegen, ihre Agenda, ihre Pläne umzusetzen. Und das werden sie jetzt mit immer mehr Vehemenz vorantreiben. Ich bin mir ziemlich sicher, sie werden irgendwann eine dritte Welle ausgraben, die dann, sei es durch die Mutationen oder was auch immer ist, oder weil sich zu wenige impfen lassen, irgendwas werden sie sich da überlegen. Dann werde ich nicht locker lassen, die Zahlen täglich auseinanderzunehmen, sofern es mir möglich ist. Also wenn ich jetzt unterwegs bin an den Wochenenden, meine Lieben, kann es sein, dass ich die Zahlen nicht produzieren kann. Aber unter der Woche und im normalen Tonus wird es auf jeden Fall stattfinden, dass ihr weiterhin von mir die täglichen Zahlen präsentiert bekommt, auch genauer auseinandergenommen, was woher kommt. Also Nachmeldungen zum Beispiel. Wenn ich 5000 Meldungen habe, positiv 28 Erkrankungsbeginne und habe 2000 Nachmeldungen vom Vortag, habe ich immer noch keine 9000 im Nowcast. Wir haben eine Regierung, die das Wort Gier sehr groß geschrieben hat. Das merken wir immer mehr an den Berichten, die rauskommen. Beispiele dazu sind Nüsslein und einige andere Kandidaten, die damit mitspielen. Dann kommen Sachen wie, ja, dann will er sein Bundestagsmandat behalten. Ja, warum? Er will seinen Rentenanspruch von 2,5% für das Jahr noch voll kriegen, weil es ist ein Unding, wie die mit uns umgehen. Wenn ihr es schafft, 4 Jahre in den Bundestag zu kommen, habt ihr einen Rentenanspruch von über 1000 Euro im Monat. Und habt dafür im Endeffekt nur im Bundestag gesessen. Bei jemandem, der 2 Legislaturperioden da gesessen hat, reden wir schon über 4000, über 2000 Euro. Bei 16 Jahren reden wir über 4000. Im Monat. Kein einziges Cent in die Rentenversicherung eingezahlt, aber rausnehmen. Das wird auch, ich hoffe auch, dass langsam mal mehr Menschen darauf hinweisen, dass wir diese Missstände haben. Dass ja, Gelder von uns als Steuergeldern kassiert werden, in Form der Diäten und später der Altersbezüge. Dass die teilweise mehr Geld verdienen, wenn sie in irgendeinem Vorstand sitzen oder ähnliches. Sei es vor der Amtsperiode, meistens aber nach der Amtsperiode. Und aus meiner Sicht sind das alles Sachen, die ganz klar eine Reform benötigen. Es kann nicht sein, dass jemand, der 32 Jahre im Bundestag gesessen hat,
einen Rentenanspruch aufbaut, an den ein Mensch, der 45 Jahre mit hohem Gehalt gearbeitet hat, nicht mal drankommt. Das kann nicht sein. Und auch so Sachen wie GEZ-Gehälter, da kann man auch nochmal drüber reden. Müssen wir mal vergleichen mit Gehältern, die die privaten Fernsehsender bezahlen. Auch politische Verstrickungen zum öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Und sei es über Schwibschwagerschaften verwandt und verschwägert oder wie auch immer, dürften nicht sein. Die Politik hat neutral zu sein und im Sinne der Bevölkerung zu handeln. Und die Medien, egal ob öffentlich-rechtlich finanziert oder privat, haben ihren Auftrag, ordentlichen, sachlichen Journalismus zu leisten. Und auch das findet nicht mehr statt. Warum sehen wir nur bei Servus TV Dr. Bhakti, Professor Dr. Bhakti oder Dr. Wodak? Warum sehen wir die im Corona-Ausschuss und nicht zum Beispiel in der Diskussionsrunde mit Drosten und Wieler? Das sind alles so Fragen, die ich mir dabei stelle. Genauso, warum werden erst, ja, wir Pflegekräfte letztes Jahr, oh, wir leisten tolle Arbeit und hier und da und klatschen und 1500 Euro Prämie oder 1000 Euro Prämie, dann hieß es 1500. Leute, Schweigegeld bringt nichts. Ich bin Pflegekraft. Ich mache diesen Beruf aus Überzeugung, aus Berufung. Und ich werde mich nicht kleinkriegen lassen. Auch nicht mit Prämien. Das Geld, das ist, was soll ich damit? Ausgeben kann ich es eh nicht. Auch wenn jetzt mal irgendwas kommen sollte. Was soll man ausgeben? Die 150 Euro Kindergeldbonus, ja klasse. Wann haben wir denn die Mehrkosten gehabt? Dezember, Januar, Februar, nicht im März, nicht im April. Also, ist schön und gut mit den ganzen Hilfen. Lass die Wahlgeschenke sein. Mach lieber mal ordentliche Sachen, die der Bevölkerung auch was bringen. Mit dem Geld, was jetzt für die Testungen ausgegeben worden ist, für die Selektierungen ausgegeben worden ist, Sequenzierungen ausgegeben worden ist. Mit dem Geld, was für Maskeneinkäufe angegeben worden ist, ausgegeben worden ist. Das Geld, was für Maschinen rausgegeben worden ist, Beatmungsgeräte, die nachher verschenkt worden sind. Mit dem Geld hätten wir den Pflegesektor richtig gut aufwerten können. Das ist, glaube ich, den meisten auch gar nicht bekannt, wie viel wir mit diesem Geld hätten machen können. Da hätten wir Personal ausbilden, fortbilden können, weiterqualifizieren können. Wir hätten Stellen aufbauen können. Wir hätten neue Betreuungsangebote schaffen können damit. Aber was ist? Es wird für, sag mal, fragliche Maßnahmen ausgegeben. Genauso die Hilfen, die jetzt an die Unternehmen gezahlt werden. Wenn das jetzt so mal gezahlt worden ist, da geht es auch um Milliarden. Wenn man die Läden hätte offen stehen lassen und hätte gesagt, Leute, achtet einfach ein bisschen auf euch. Wenn ihr euch nicht gut fühlt, dann geht nicht raus. Da hätte man nämlich über diese Gelder auch für solche Menschen, die dann erkranken, ein entsprechendes Betreuungsangebot anbieten können. Es gab viel Nachbarschaftshilfen. Sowas in der Art hätte man auch auf Basis von Kassenleistungen aufbauen können. Das wäre auch eine Möglichkeit, eine Option gewesen. Wir hätten sehr viel Sinnvolleres machen können in den letzten 12 Monaten, als das, was unsere Regierung, auf gut Deutsch gesagt, rausgehauen hat. Was haben wir davon? Wir haben Masken, die in Lagern liegen. Wir haben Masken, die verschenkt worden sind. Wir haben Beatmungsgeräte, die verschenkt worden sind an andere Länder. Wir haben Testungen, die Kapazitäten für andere, wichtigere Untersuchungen in den Laboren in Beschlag nehmen. Und es wird immer suggeriert, das ist kostenlos. Nein, Leute, wir zahlen das mit unseren Steuergeldern. Wir zahlen das teilweise auch mit unseren Krankenkassenbeiträgen, je nachdem, wie die das abrechnen. Das ist nicht kostenlos. Dann kommt auch hinzu, was ist mit unseren Menschen, die wir in Deutschland haben?
Leute, ich habe heute schon wieder Rentner gesehen, die trotz Scheißwetter draußen unterwegs waren, um Pfandflaschen zu suchen. Um hinzugehen und noch ein paar Euro über zu haben, Leute. Und wir haben noch nicht mal den 15. diesen Monat. Noch nicht mal. Wo soll das noch hinführen? Wo soll das noch hinführen, meine Lieben? Und das wird sich, diese Situation wird sich verschlechtern. Was ist mit den ganzen Flaschensammlern, die an den Fußballstadien in den letzten Jahren teilweise sehr viel Geld mit Pfandflaschen sammeln zusätzlich reingekriegt haben, die das teilweise auch vielleicht sogar noch eingeplant haben? Ich brauche das Geld für dies und das und jenes. Was ist mit den Menschen? Da redet keiner drüber. Es redet auch keiner darüber, dass unsere Kinder für Probleme kriegen. Mich würde mal interessieren, wenn unter euch Lehrkräfte sind, schreibt mal unten in die Kommentare rein, wie es bei euch mit euren Schülern mit Krankenstand aussieht. Wie oft melden Eltern ihre Kinder morgens krank, weil es ihnen nicht gut geht? Was vielleicht sogar verhältnismäßig häufig, also im Verhältnis häufiger ist als vor anderthalb Jahren noch. Ich sag mal, viele von euch Lehrern, ihr kennt eure Kinder. Ihr wisst, die sind fit, die sind anfällig. Wie sieht das aus bei euch? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Bei allen, die jetzt von Kurzarbeit betroffen sind, schreibt mal bitte in die Kommentare rein, wie ihr euch damit fühlt. Genauso die Unternehmer unter euch. Die Rentner. Schreibt mal gerne. Ich würde einfach mal interessieren, wie geht es euch, Leute? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. In dem Sinne, meine Lieben, lasst uns die Kraft tanken, die wir brauchen. Die Kraft aufbringen, die wir benötigen, um gegen das Ganze weiter angehen zu können. Und ich danke jedem Einzelnen, der diesen Kanal unterstützt, für die Unterstützung, die erbracht wird. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und ich hoffe, euch bei den nächsten Videos auch wieder begrüßen zu dürfen. Euer Mike.